Pflanzen. Was ist zuerst, ein Huhn oder Ei? Fazit: Es gibt enorme Schwierigkeiten, eine exakte Trennschärfe herzukriegen, was ist Nachfrage induziert und was ist Angebot bestimmen. Was kommt auf der Angebotsseite? Das haben auch die Statistiker bis dato noch nicht so richtig hingekommen, obwohl man sich dem Thema schon sehr, sehr gut genähert und angenähert hat. Jetzt kommen so ein paar Tatsachen, also Basis. Und da gibt es einen Struktureffekt und das muss man sich bei der Kapitelklemme und bei den Folgen aus der Finanzmarktkrise auch verdeutlichen. Einmal haben die Unternehmen bei ihrer Fremdfinanzierung statistisch gesehen über alle Unternehmen hinweg betrachtet, bei der Fremdfinanzierung sind 40% Bankmittel, Kredite. Der Rest sind dann Lieferantenkredite, egal was auch immer.